Hallo liebe Fabela iMac-Zuschauer, Fabian hier mit einem Test zu Orc Vengeance. Bei dem Chillingo-Spiel handelt es sich um ein Hack-and-Slay-RPG à la Dungeon Hunter 2. Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über einen Orc, der auf einem Rachefeldzug ist und sich gegen jede Menge Untote durchs Spiel kämpft. Der Titel ist kapitelweise aufgebaut und die Geschichte sowie die Inszenierung erinnert ein wenig an die Herr-der-Ringe-Kinofilme. Was aber nur positiv gemeint ist. Get up off the ground. This place reeks of the undead. Where are we? We're under a forgotten keep. It is crawling with the undead. You must escape and rally the clans. Orcs must fight back. I need a weapon. Was sehr schnell auffällt und ein absolutes Herausstellungsmerkmal des Titels ist, das ist die exzellente Grafik. Die ganze Welt ist düster und bedrohlich gehalten mit beeindruckenden Gebäuden und Levelkonstruktionen sowie famosen Lichteffekten wie Blitzen, Fackeln, Kerzen und in Kombination mit dem kräftigen Soundtrack kommt so eine hervorragende Atmosphäre auf, die in dem Genre wirklich einzigartig ist. Natürlich gibt es, wie für dieses Genre üblich, einen Haufen nett gemachter Zwischensequenzen sowie jede Menge Gegenstände und Gold, das ihr einsammeln könnt. Das Gold könnt ihr beispielsweise zum Upgraden der zahlreichen Waffen einsetzen. Darüber hinaus erhaltet ihr im Laufe des Spiels Erfahrungspunkte. Bei einem Stufenanstieg könnt ihr wie üblich Fertigkeitenpunkte verteilen, um so eure Angriffskraft oder eure Verteidigungsstärke zu erhöhen. Ich persönlich finde etwas schade, dass die Entwickler im Gegensatz zu den Machern von Dungeon Hunter 2 auf eine andere Steuerung setzen. Denn während ihr bei dem Gameloft-Titel das Spielgeschehen direkt über virtuelle Buttons steuert, kontrolliert ihr euren Charakter bei Orc Vengeance nur durch Tappen. Sprich, ihr tappt einfach auf die Stelle, wo euer Charakter hinlaufen soll. Und ihr tappt einfach auf den Feind, den ihr angreifen wollt. Das ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, weil es sich weniger direkt und insgesamt etwas behäbiger anfühlt. Aber man kann ganz gut damit leben. Die Steuerung von Orc Vengeance hat aber wohl den Vorteil, dass sie so auch für weniger videospielerfahrene Menschen leicht zugänglich ist. Mein Fazit. Orc Vengeance ist für mich ein ganz heißer App Store-Tipp derzeit und einer der heißesten aktuell verfügbaren Titel. Wer auf Hack-and-Slay-Rollenspiele wie Dungeon Hunter und Diablo steht, der sollte unbedingt auch mal einen Blick auf Orc Vengeance werfen. Ich persönlich hätte mir zwar eine direktere Steuerung gewünscht, die tolle Atmosphäre und die hervorragende Grafik machen diesen Umstand aber mehr als wett. Auch das Gameplay des Spiels kann überzeugen, insbesondere das simple, aber ausgereifte Upgrade- und Stufensystem machen Freude. Orc Vengeance ist für 2,39 € als Universal App für iPod Touch, iPhone und iPad erhältlich. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian.